Nachdem ich von dem Anrufer keine Antwort mehr erhielt, kam endlich der Streifenwagen an. Tom, mein Kollege, stieg aus und was ihn dort erwartete, wollte wirklich niemand erleben. Kurz darauf erhielt ich folgenden Funkspruch. Ich gehe jetzt rein. Oh mein Gott, stinkt das hier. Was ist das für ein Geräusch? Was ist denn los? Warte, ich mach das Licht an. Tom? Hey, was ist denn los? Oh mein Gott, der ganze Raum ist voller Blut. Was? Kannst du den Mann sehen? Nein, ich sehe wirklich nichts außer Blut. Okay, versuch den Mann zu finden. Okay, ich werde... Hallo? Tom? Hallo, hörst du mich? Tom! Ich versuchte verzweifelt, die Verbindung wiederherzustellen. Plötzlich wechselte mein Funkgerät ungewollt den Sender. Irgendein Ding schrie raus. Lauf, lauf, solange du noch kannst. Nach kurzer Zeit stimmten wir das Haus und uns bot sich ein schrecklicher Anblick. Wir fanden zwei Leichen, beide mit angsterfülltem Blick. An den Hälsern der beiden Opfer erkannte man unmenschliche Bisswunden. Nun sitze ich hier, in meiner Gummizelle. Sie sagen, der Anblick hat mich traumatisiert und dass es bloß ein schrecklicher Mörder ist und kein Ding. Doch ich sage, dass dieses Wesen existiert und bloß auf Tod aus ist. Bald wird es auch mich kriegen. Oh nein, nicht nur mich. Auch dich wird es kriegen. Und alle anderen auch!